Mittwoch, 3. Oktober 2018, 12.23 Uhr, Live-Ticker, Spielplan, Tabelle 1. Nagelsmanns Idee war mutig und richtig für die TSG 1899 Hoffenheim war es das größte Spiel der bisherigen Vereinsgeschichte. Heimspiel in der Champions League, der englische Meister mit Trainer Pep Guardiola zu Gast. Das einzige Problem, vor dem Spiel meldeten sich 5 Innenverteidiger ab. Das 3-1-4-2 Stammsystem von Trainer Julian Nagelsmann erschien damit eigentlich unmöglich. Eigentlich, Nagelsmann hatte auch mit nur 3 verbliebenen Spielern auf der zentralen Position in der Abwehr einen Plan. Gegen den Ball agierte Hoffenheim gegen Manchester City mit einer Viererkette und zog Justin Hogma, der erst am Wochenende sein Bundesliga-Debüt gefeiert hatte, ins Mittelfeldzentrum. So lief der City-Dreiersturm nicht direkt 3 Innenverteidiger an. Das hieß für Hoffenheim, weniger direkte Duelle gegen individuell stärkere Gegenspieler. Bei Ballbesitz ließ sich Hogma wieder fallen, aus der Viererkette wurde eine Dreierkette, so ergab sich für die TSG im eigenen Umschaltspiel eine stabile Absicherung. Vor dem Defensivkonstrukt spielte die TSG gegen den Ball mit 2 Dreierketten. Hogma als defensivster Sechser hielt Kerim Demir bei und Florian Grillitsch den Rücken frei. Davor standen mit Adam Schalay, Ishak Belfodil und Joe Linton 3 wuchtige Angreifer. Belfodil traf bereits in der ersten Minute. Nagelsmann hat viel riskiert und sehr viel richtig gemacht. Letztlich stand es am Ende nur aufgrund eines individuellen Fehlers durch Stefan Posch 1:2. 2. Die TSG macht aus der Not eine Jugend. Nach den Ausfällen von 5 Innenverteidigern verfiel Nagelsmann nicht in Panik und verzichtete auf eine Systemumstellung. Stattdessen beorderte der Trainer in Kevin Akpoguma, Posch und Hogma 3 Innenverteidiger in die Startelf, die einen Altersdurchschnitt von etwas mehr als 21 Jahren haben. Nagelsmann vertraut seinen jungen Spielern, selbst gegen Manchester City. Gleichzeitig schickte der TSG-Coach jeden dieser Spieler mit einem klar erkennbaren Plan in die Partie. Gerade Hogma zeigte sich taktisch diszipliniert, redete und gestikulierte viel mit seinen Mitspielern und gewann 10 seiner 12 Zweikämpfe. Zudem hatte er 8 Tackles und 4 klärende Aktionen zu verzeichnen. Beides Höchstwerte in der Begegnung. Für einen Spieler, der vor anderthalb Wochen noch in der Regionalliga Südwest gegen die zweite Mannschaft von Mainz 05 gespielt hatte, ist das besonders bemerkenswert. 3. Nagelsmann setzt Funktionsspieler wie Joe Linton perfekt ein. 2 Jahre war Joe Linton von Hoffenheim an Rapid Wien ausgeliehen. In Deutschland zunächst durchgefallen, entwickelte er sich in Österreich zu einem soliden Angreifer, ohne mit Topwerten zu glänzen. 15 Treffer erzielte er in 60 Partien. Dennoch erkannte Nagelsmann, wie wertvoll der Stürmer für ihn werden könnte. Der 22-Jährige ist ein Funktionsspieler, im Hoffenheimer Dreimannsturm kam ihm gegen Manchester City die Rolle des Aufrührers in der gegnerischen Hälfte zu. 30 Zweikämpfe bestritt er, für einen Angreifer ist das sehr viel. Auch die Quote von 56,7% gewonnener Duelle ist für einen Offensivspieler auffällig hoch. Joe Linton bestritt 8 Luftzweikämpfe und war an 10 geahndeten Zweikämpfen, 5 Fouls gegen sich, 5 von ihm begangene, beteiligt. Nagelsmann entschied sich dagegen, einem besseren Fußballer wie Andrei Kramarik die Aufgabe anzuvertrauen, Guardiolas Spieler zu bedrängen. Joe Linton trug stattdessen eine für City unangenehme Körperlichkeit in die Partie. Ein wichtiger Mosaikstein in der Taktik Nagelsmanns. Der 31-Jährige hat seine Klasse als Trainer wieder mal unter Beweis gestellt. Gewissermaßen ist er damit auch in der knappen Niederlage ein Sieger.